Idyllisches Hügelland in der Nähe von Barcelona wird Schauplatz für die Präsentation des neuen Volvo V60. Die zweite Generation des Schwedenkombis baut auf der vom V90 bekannten Plattform auf, ist aber rund 18 cm kürzer, hat eine steilere Heckscheibe und ein nach hinten abfallendes Dach. Priorität im Lastenheft der Entwickler hatte auch beim neuen die Insassensicherheit. So wurde beispielsweise das City Safety Notbremssystem um eine neue Funktion erweitert. Schon bisher leistete es eine Fahrzeug-, Motorrad-, Fahrradfahrer-, Fußgänger- und Wildtiererkennung. The V60 has everything that all our previous cars has, and it has in addition another level of city safety that is detecting oncoming traffic and brakes for the oncoming traffic to avoid those very severe crashes where two cars run into each other. Obwohl die Schweden vom allgemeinen Dieselskandal unbehelligt blieben, konnten sie sich der Sogwirkung nicht entziehen und forcieren daher auch beim V60 die Hybridtechnologie. Ganz, ganz wichtiger Topic ist jetzt bei uns, unsere Benzinstrategie zu unterstützen, ist weiterhin unsere Hybridpalette auszuweiten. Aufgeräumt, übersichtlich und edel untermauert der neue V60 durch hochwertige Anmutung im Inneren seinen Premium-Anspruch. Bei den vorigen Modellen ist man auf der Autobahn ein bisschen hin und her gependelt, weil wir Ping-Pong spielen zwischen den Linien. Und hier hat es jetzt Volvo geschafft, beim V60 wirklich, dass der schnurgerade mitten zwischen den Linien fährt. Geht wie die Hölle und also wir hatten ja den T6, also mit über 300 PS, das war schon schön. Ich finde das Auto zwar dynamischer als den 90er, sportlich ist er immer noch nicht, aber das ist an sich nicht seine Aufgabe. Er soll ja Familien transportieren und man kann nicht riskieren, dass dann den Vorbänkern schlecht wird. Gestartet wird mit zwei Diesel und einem Benziner von 150 PS bis 310 PS. Gegen Ende des Jahres folgen zwei Plug-in-Versionen mit 340 und 390 PS. Preislich geht's ab 42.000 Euro los.